Profil Podcasts. Hallo beim Profil Podcast. Mein Name ist Stefanie Lehner. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Zeit für Profil, einen Blick auf die letzten 12 Monate zu werfen. Politisch stechen da natürlich das Ibiza-Video und seine Folgen heraus. Veröffentlicht wurde dieses Video im Mai von der Süddeutschen Zeitung. Deren leitenden Redakteur, Friederik Obermeier, habe ich gefragt, wie sein Jahr mit Heinz-Christian Strache verlaufen ist. Herr Obermeier, 2019 ist nun bald Geschichte. Wie blicken Sie als Journalist auf dieses Jahr zurück? Ich finde, dass das Jahr 2019 weltweit ein extrem spannendes Jahr war, wenn man sich die politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen anschaut, aber auch wenn man sich anschaut, was journalistisch alles enthüllt worden ist. Wenn man sich anschaut, was Journalisten in den Vereinigten Staaten tagtäglich enthüllen über Trump und seine Machenschaften und dann, was sich auch noch weltweit tut. Ich habe vor kurzem bei einer Recherche mitgearbeitet über die China Cables, wo es um die Inhaftierung der Uiguren ging. Und dann war da natürlich auch noch Ibiza und Österreich. Das Ibiza-Video wurde am 17. Mai veröffentlicht. Wann sind Strache und der ehemalige FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in Ihren Fokus gelangt? Und welche Auf und Abs haben Sie während Ihrer Recherchen erlebt? Wir haben schon einige Monate vor der Veröffentlichung gehört, dass es ein solches Video geben soll von einer Unterhaltung auf Ibiza mit einer vermeintlichen Oligarchennichte. Wir haben dann erst Teile davon gesehen können und dann auch später das ganze Video sehen können. Das Problem war aber, dass wir es lange Zeit nicht in Händen hatten. Und für uns war entscheidend und auch ganz klar, dass wir über dieses Video erst berichten können, wenn wir uns sicher sein können, dass es authentisch ist, dass nichts manipuliert wurde und dass wir uns dadurch nicht instrumentalisieren lassen. Gudenus hat kürzlich in einem Interview gesagt, diese Affäre hätte jedem passieren können. Stimmen Sie überein? Vielleicht ist das die Sicht von Herrn Gudenus auf diese Welt, aber ich denke und hoffe, dass es auch der Realität entspricht, dass die meisten Politiker, wenn sie überhaupt zu einem solchen Treffen gegangen wären, dass sie dann spätestens dann aufgestanden wären, als es um Korruption ging und die Rede davon war, dass Geld aus dubiosen Quellen in Österreich zugunsten der FPÖ angelegt werden soll. Sie waren vor kurzem in Wien und haben die letzte von drei Vorlesungen im Wiener Audimax abgehalten über Investigativjournalismus. Wie haben Sie das Publikum empfunden? Wie haben Sie die Stimmung und die Meinung über die Ibiza-Affäre gesehen? Das Publikum in Wien war, aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr persönliche Sicht, in meinen Augen fantastisch. Es waren super Fragen, die gestellt worden sind, nicht nur von den Studenten, sondern es war ja auch etwas älteres Publikum dort, was, glaube ich, nicht mehr studiert hat. Und die Fragen haben gezeigt, dass sich sehr, sehr viel dafür interessiert haben, wie Journalismus funktioniert, was sich auch hinter einer Schlagzeile verbirgt, wie gearbeitet wird, was unsere Standards sind, was unsere Werkzeuge sind. Und ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit immer wichtiger für uns als Journalisten, dass wir transparent machen, wie wir arbeiten und dass wir damit auch nachvollziehbar machen. Wie kommt es zu einer Schlagzeile und was sind die Standards, nach denen wir arbeiten? Das heißt, die Zuhörer von dieser Theodor-Herzl-Dozentur haben das nicht nur als unterhaltsam empfunden. Das ist nicht nur österreichische Folklore, wenn man so möchte, sondern die wollten Details wissen zu ihrer Arbeit. Die wollten sehr, sehr viele Details wissen. Die haben Fragen gestellt, wie man zum Beispiel, also was wir vor einer Veröffentlichung machen, wie wir zum Beispiel so ein Video oder auch Dokumente auf ihre Echtheit überprüfen, wie es denn funktioniert, warum man Politikern und anderen Personen, über die man schreibt, die Möglichkeit zur Stellungnahme bietet. Und es ging auch nicht nur um Ibiza, es ging um Investigativjournalismus allgemein. Und da ist Ibiza, auch wenn es für Österreich sicherlich ein sehr, sehr großes Thema war, ja nur ein Kapitel von sehr, sehr vielen. Sie haben ja auch andere große Recherchen enthüllt, etwa die Panama oder die Paradise Papers. Was war an der Ibiza-Affäre spezifisch und hat Sie Ihre Arbeit als Aufdecker verändert? Was an der Ibiza-Affäre
ganz speziell war für mich, war die Nähe. Panama Papers und Paradise Papers oder auch zuletzt die China Cables, das waren Themen, die in meinen Augen globale Bedeutung haben, aber die trotzdem nicht so nah waren. Ich bin nicht weit von der österreichischen Grenze aufgewachsen, in der Nähe von Salzburg. Und in meiner Jugend habe ich immer auch nach Österreich geschaut. Nicht nur, weil man dort abends gut weggehen konnte, sondern ich habe auch beobachtet, was sich dort in der Politik tut. Ich weiß noch, wie ich als Gymnasiast in die Bibliothek gegangen bin und mir mal eine Biografie über Jörg Haider ausgeliehen habe. Und deswegen ist auch dieses Thema so nah. Ich glaube, ich habe über keine meiner Recherchen im Familien- und Bekanntenkreis so viel auch noch in der Freizeit geredet und diskutiert auch. Und daran merkt man einfach, Österreich ist ein Land, was zumal, wenn man in Bayern aufwächst, einfach einem sehr, sehr nahe ist und nicht nur geografisch. Offensichtlich liebäugelt Strache mit einer politischen Rückkehr. Wäre das in Deutschland nach einem derart großen Skandal denkbar? Das ist natürlich eine sehr, sehr spekulative Frage. Ich glaube, dass es nicht so leicht wäre in Deutschland, aber ich möchte es auch nicht ausschließen. Man muss ja schon auch sagen, ich versuche hier irgendwie keine vorschnellen Urteile über Österreich zu fällen. Wir reden jetzt hier über eine sehr, sehr große Affäre, aber es ist ja nicht so, dass Deutschland komplett affärenlos war, vor allem wenn es um Parteien ging. Wir hatten auch einige Parteiaffären, Spendenaffären und korrupte Politiker. Also von dem her muss ich da auch sagen, vielleicht ist Österreich auch in diesem Aspekt Deutschland sehr, sehr nahe und auch umgekehrt. Wird Sie die Ibiza-Affäre auch im Jahr 2020 beschäftigen? Ich glaube schon. Ich glaube, dieses Thema wird uns bei der Süddeutschen Zeitung, aber vielmehr noch vermutlich alle österreichischen Medien und die österreichische Öffentlichkeit sicherlich noch länger verfolgen. Ich glaube, allein aus dem Grund, dass es noch viele Fragezeichen gibt. Für mich ist noch immer nicht so transparent aufgeklärt, wie es sein sollte, was diese Parteien oder diese Vereinsstrukturen österreichischer Parteien angeht. Für mich ist auch noch immer die Spesenaffäre um Herrn Strache, die in der Folge der Ibiza-Affäre aufgedeckt wurde, noch nicht komplett ausgeleuchtet. Auch um die Casino-Affäre, da gibt es noch so viele blinde Flecken und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir als Öffentlichkeit noch viel, viel lernen. Haben Sie ein persönliches Unwort des Jahres, ein Wort, das Sie nicht mehr hören können oder das Sie einfach ständig begleitet hat? Ein Unwort. Es gibt ein Unwort, aber das ist kein Unwort dieses Jahres, sondern leider ein Unwort der vergangenen Jahre. Und das ist Fake News oder wie es in Deutschland oft dann heißt, Lügenpresse. Weil ich denke, dass vielleicht wir es in der Journalistenbranche in der Vergangenheit vielleicht Fehler gemacht haben und nicht transparent genug waren, was unser Arbeiten angeht. Aber jetzt zu hören, dass auch Politiker dieses Wort immer mehr in den Mund nehmen, wenn man schaut, in Amerika ein Präsident, der über Journalisten als Enemy of the People spricht, das finde ich schockierend, weil ich auch gleichzeitig sehe, dass die Gewalt gegenüber Journalisten zunimmt. Wenn wir sehen, dass in der jüngsten Vergangenheit in Malta eine tolle Kollegin, Daphne Caruana Galizia, ermordet worden ist, oder in der Slowakei der Kollege Jan Kuciak, glaube ich schon, dass dieses Fake News-Geplärre, vor allem wenn es von Politikern kommt, den Weg für solche Gewalttaten oder ebnet. Und Strache sieht es ja auch so, dass er verfolgt wird von bestimmten Medien, von einer bestimmten Personengruppe, die zusammenarbeitet. Wo führt das hin? Ich glaube, man darf das nicht alles nicht überbewerten. Herr Strache ist über seine Äußerungen in dieser Finca in Ibiza gestolpert, dass er nicht allzu gut zu sprechen ist auf die Journalisten, die dazu beigetragen haben, das öffentlich zu machen. Das verstehe ich auch. Das ist irgendwie menschlich. Trotzdem muss ich auch mal an dieser Stelle ganz klar sagen, für uns bei der Süddeutschen Zeitung, und ich glaube, da kann ich auch für die Kollegen beim Spiegel sprechen, wenn das ein Politiker einer anderen Partei gewesen wäre, der SPÖ, der ÖVP, der Grünen oder der Neos, hätten wir genauso und in genau dem gleichen Umfang darüber berichtet, weil es sich für einen Politiker schlichtweg nicht gehört. Friederik Obermeier, danke für das Gespräch und viele Grüße nach München. Vielen Dank Ihnen.